Ja. Wie weit bin ich wohl gekommen? Also, das vorab. Ich habe diesmal mehr geschafft und länger durchgehalten als beim letzten Mal. Der Kurs war diesmal echt voll. Die Matten waren schon alle vergeben. Da mussten wir noch aus dem Nachbarraum welche holen. Mehr hätten da, glaube ich, nicht mehr reingepasst in den Raum. Und ja, die Trainerin war natürlich die gleiche, das Programm an sich auch. Wir sind ordentlich in Schwitzen gekommen. Mein Kreislauf hat auch wieder ein bisschen gepuckert. Und ja, aber ich bin weitergekommen und es hat so Spaß gemacht. Aber Leute, ich bin nach Hause gegangen. Also, bis ich das Fitnessstudio verlassen habe, war alles noch gut. Der Weg nach Hause wurde länger und länger und länger und meine Tasche schwerer und schwerer und schwerer. Ich weiß gar nicht, wie schwer eine Hose, ein Shirt und eine leere Trinkflasche sein können. Oh, und dann kamen noch die 2 Etagen nach oben. Ich habe es geschafft, aber fragt nicht wie. Ich habe so einen Hustenanfall bekommen, weil ich ja natürlich immer noch mit meiner Bronchitis hühnere. Und nach dem Hustenanfall gestern war bis heute Ruhe. Ich merke es aber gerade schon wieder ein bisschen. Aber das war so ein schlimmer Hustenanfall und dadurch, dass ich so kaputt war und mir alles wehtat nach dem Sport, konnte ich nicht richtig abhusten. Ich habe mich echt gequält, das abgehustet zu kriegen. Aber ich lebe. Und ich gehe nächste Woche wieder hin. Ob ich jetzt nie, Freitag werde ich es wahrscheinlich nicht schaffen, weil Freitag bin ich unterwegs. Freitag habe ich Friseurtermin und Freitag fahre ich nach Soltau und ich weiß noch nicht, wie lange das dauert und ein bisschen was tun muss ich ja auch noch. Deswegen werde ich wahrscheinlich mich für Freitag nicht anmelden. Nächsten Montag bin ich wieder mit dabei. Nicht in der ersten Reihe, aber ich stand schön in der Mitte. Ich rede hier übrigens über meinen Sport, ne? Ich glaube, das habt ihr mitgekriegt. Ich muss echt wieder fit werden, so Bauchbeine. Also Cardio ist gut, komme ich gut mit klar. Sicherlich bin ich nicht diejenige, die die Hampelmänner hüpft. So weit bin ich noch nicht. Aber Leute, Bauch- und Rückenmuskulatur, ne, ist bei mir ganz übel. Ich spreche nicht vom Armstütz, aber Bauch- und Rückenmuskulatur ist bei mir ganz übel. Und das waren früher meine Steckenpferde. Da muss ich definitiv dran arbeiten. Hält mich auch nichts davon ab, mal ein paar Sit-Ups zu Hause zu machen. Ne? Muss ja nicht immer nur auf den Kurs warten. Aber so viel zum Sport. Jetzt ist Dienstag und gestern Nachmittag tauchten unsere Handwerker hier wieder auf. Ja, ich sehe sie heute auch, aber ich weiß noch nicht, ob sie heute zu mir wollen. Wir werden es erleben. Ansonsten werde ich heute beginnen mit Stemtainment-Vorbereitung und so ein bisschen, was ich habe. Ich versuche mich gerade ein bisschen zu orientieren über die Woche, wann ich was hochladen will, wann ich wo was posten will. Ich habe mir ja vorgenommen, meine Story nicht verweisen zu lassen, sondern zumindest immer so, die läuft ja 24 Stunden, dass ich da auch immer mal was zeigen kann. Mal gucken, was mir heute einfällt. Ich lerne ja noch. Ansonsten muss ich hier irgendwie mal meinen Schreibtisch aufräumen. Der sieht ganz wild aus, damit ich da ein Gefühl für kriege von, das musst du noch bearbeiten und das hast du schon bearbeitet, das kannst du wegpacken. Also, oh, und ich muss ja Steuer die Woche auch noch machen. Das darf ich nicht vergessen. Jo. Wir starten also eine neue Woche. Der Vlog hat über Nacht, ist der hochgeladen. Da werde ich jetzt noch die Infobox befüllen, noch ein Thumbnail machen und die Infokarten. Ich habe mir das gestern schon beim Schnitt aufgeschrieben. Ich habe beim Aufräumen noch Stemperatusse, also gleich mehrere, gefunden. Die habe ich mal kurzerhand in den Kiosk eingestellt. Mit viel Glück sind die, wenn das Video hier online geht, noch erhältlich, weil ich es noch nicht weiter gepostet habe. Also wenn ihr gerne noch einen Stemperatus haben möchtet, ihr habt noch die Chance, bei mir im Kiosk den zu erwerben.
Müsste aber schnell sein, ne? Ich kann mir gut vorstellen, dass der vielleicht auch mal schneller weg ist. Vielleicht irre ich mich auch total und ihr seid alle schon eingedeckt. Aber wer gerne noch einen Stamparatus haben möchte, schaut gerne mal in den Kiosk. Ich werde ohnehin den Kiosk, ohne das großartig anzukündigen, ich werde das vielleicht dann immer mal im Vlog erzählen, wenn ich mal wieder was eingepflegt habe. Wenn mir was in die Hände kommt und ich im Moment Zeit habe, wird das fotografiert, wird das eingestellt in den Kiosk, dass es da schon mal drin ist. Schaut da also regelmäßig mal rein, falls ihr das ein oder andere noch schnappen wollt. Die Stamparatus habe ich zum Originalpreis eingestellt, weil die sind neu und original verpackt. Also sie sind original verpackt, nicht neu, aber unbenutzt und original verpackt. Da könnt ihr gerne zuschlagen. Ich muss mir hier Platz verschaffen für alles, was ich noch so vorhabe. Morgen startet die Aktion, die Paketaktion. Das heißt, da werde ich auch noch eine Bestellung aufgeben. Ich brauche neue Kataloge. Ich brauche noch ein bisschen was fürs Teamtreffen. Das werde ich dann morgen alles machen. Das hat heute noch nicht so viel Sinn. So. Und dann starten wir in die neue Woche. Mal gucken, was da so kommt. Gell? Ich nehme euch mit. Ich versuche es zumindest. Und dann sehen wir uns im Laufe der Woche. Begonnen ist der Vlog. Das ist schon mal gut. Ist vielleicht ein bisschen dunkel oder so, ne? Ich habe jetzt mal nicht ganz runtergezogen, weil ich gerade noch ein bisschen Luft hier durchströmen lasse, jetzt wo die Bauarbeiten auf der Straße fertig sind. Es ist Donnerstag, 16:45. Ich schnapp mir gerade mal, das ist heute so der erste Moment, wo ich ein bisschen durchatme nach der Mittagspause. Und natürlich heute Morgen beim Frühstück. Ist Donnerstag schon wieder und bevor ich jetzt gar nichts mehr vlogge, habe ich gedacht, setze ich mich mal jetzt noch einen Moment hin. Ich fahre jetzt eh gerade mal meine Systeme ein bisschen runter. Ich resette mich mal wieder ein bisschen. Stamtainment ist vorbereitet, die Materialien sind zusammengesucht. Ich hoffe, dass ich alles habe. Mein Arbeitsplatz ist soweit schon eingerichtet. Svens Computer musste ich eben noch holen, Svens Laptop, der hatte mir das zurechtgelegt, dass ich das mitnehme heute Morgen. Ich habe aber gar nicht dran gedacht und mir muss man solche Dinge in den Weg stellen. Also ich selber stelle mir auch Sachen, die ich mit nach Hause nehme oder die ich mit hierher nehme, immer direkt an die Tür. Eigentlich ist doch eigentlich Ruhe hier mit meinem... Naja, vielleicht, weil ich den ganzen Tag noch nicht gesappelt habe. Ich stelle mir das immer in den Weg, damit ich drüber stolper, wenn ich was mitzunehmen habe. Und er hat das so schön um die Ecke, so schön versteckt hingestellt. Habe ich natürlich heute Morgen vergessen und dann habe ich vorhin gedacht, so, oh ja... Und ich kann mich nicht darauf verlassen, dass er noch genug Zeit hat, wenn er kommt, weil da im Moment auch Halligalli auf Arbeit ist. Ich weiß gar nicht, ob er wirklich pünktlich kommt. Deswegen, zur Not fange ich alleine an. Jetzt habe ich noch eine Viertelstunde. Es ist soweit alles fertig. Ich muss gleich noch die Promotions ins Programm laden. Und habe gedacht, so, ich muss mich jetzt mal gerade ein bisschen runterfahren, sonst bin ich nachher wieder so... wie so ein aufgescheuchtes Huhn. Und das Beste, was man da machen kann, ist ein bisschen stricken. Ich habe mir auch noch einen Apfel hergestellt. Ich hatte heute Mittag ein bisschen viel. Mittag, da habe ich eben noch den Rest gegessen. Das heißt, ich brauche heute Abend nichts mehr. Aber Sven wird sicherlich noch ein Döner essen gehen, wenn wir hier durch sind. Das ist immer so, die Stamtainment-Abende sind für ihn immer besonders hart. Oder die Stamtainment-Wochen. Ist ja auch nicht so, dass er sagt, so von wegen, ach, ich schwänze heute mal, sondern obwohl er das durchaus dürfte, ich sage dann auch immer so von wegen, nur wenn es passt, ansonsten komme ich da auch schon alleine durch, aber er will halt auch dabei sein, gerade bei Stamtainment und das ist für ihn schon ganz schön hart, gerade wenn die auf Arbeit auch viel zu tun haben. Normalerweise gehen wir um 9 ins Bett und wenn er dann noch isst und dann sind wir aufgekratzt und das ist einfach so, nach so einer Sendung, nach so einem Live-Event sind wir total aufgekratzt und ich auch. Und dann kommen wir lange nicht zur Ruhe. Nun ist Gott sei Dank morgen Freitag, das heißt, da ist eh nicht mehr so wahnsinnig viel dran. Aber der wird morgen total in den Seilen hängen. Nichtsdestotrotz, also auch ich werde morgen in den Seilen hängen, weil meine Woche auch wieder unter Lippe-Oberkante ist. Dadurch, dass halt die Vorbereitungen fürs Teamtreffen noch laufen, obwohl ich mich darum diese Woche noch gar nicht so richtig gekümmert habe, aber nur langsam mal in die Puschen kommen muss. Ich habe morgen Termin in Soltau in dem Hotel nochmal, dass ich mir das angucken kann, eine Vorstellung davon kriege und dann in die Endphase der Planung gehen kann. Oh, Entschuldigung. Und meine Mädels auch ein bisschen mit auf die Reise nehmen kann nun endlich, dass die am Wochenende eine Information bekommen. Und dann habe ich morgen Friseurtermin.
Deswegen habe ich auch gesagt, okay, wenn ich schon morgens eh gleich beim Friseur bin, dann kann ich auch mit Auto fahren und gleich von da aus nach Soltau juckeln, obwohl es vielleicht gar nicht so eine gute Idee ist, morgens mit dem Auto zu fahren, weil ich muss einmal um den Hümpel fahren und da ist Baustelle. Weil ich bei uns, wenn ich bei uns aus der Tiefgarage komme, ich müsste auf die andere Spur und das geht bei uns nicht, dadurch, dass wir so eine Mittelinsel haben. Und ich will nicht komplett einmal kurz so auf 20 Meter Geisterfahrer sein. Gegenüber von der Polizei. Da ist nämlich noch so eine kleine Eingliederungsspur, die gehört aber quasi der Polizei, dass die den kurzen Weg nehmen können im Fall des Einsatzes. Ja, und da wird morgen nicht mehr viel dran sein. Deswegen, ich habe am Montag auch kein Homeoffice gemacht. Ich würde ganz gerne für Frau Lü noch ein bisschen was machen, zumindest was Kleines. Eigentlich wollte ich ein Aufgebraucht für Frau Lü drehen, aber da habe ich die Zeit einfach nicht so gehabt diese Woche. Weil ich ja auch nicht wusste, was mit unseren Handwerkern ist. Gestern haben sie mir dann gesagt, ach, wir kommen ein andermal nochmal, wir wissen aber noch nicht wann, sie schaffen wir jetzt auf alle Fälle nicht. Heute standen sie vor der Tür, wollten nur irgendwie mal kurz was durchpumpen, das war innerhalb von einer halben Stunde erledigt. Und aber die Rüttler hier auf der Straße haben heute angefangen. Ich hoffe nicht, dass die noch eine Zusatzschicht machen. Ich muss hier gerade mal ein bisschen zählen. Jetzt haue ich mir da einen Fehler rein in das Muster. Jetzt kann ich gleich geradeaus recht stricken. Aber wie gesagt, das war so viel. Ich habe auch noch nicht alles erledigt. Ich werde auch Wochenende durchmachen. Ich werde am Samstag wahrscheinlich hier sein, um noch das Sonntagsvideo vorzubereiten und so ein paar andere Sachen. Am Sonntag werde ich sehen, dass ich Buchhaltung und Büro mache, dass ich am Montag wieder ein bisschen Puffer habe, um zum Sport zu gehen. Das habe ich, glaube ich, schon erzählt. Dass ich wieder total fertig war. Aber ich gehe da weiterhin hin. Ja, und Stemtainment kostet mich echt anderthalb Tage. Und ich habe heute schon gedacht, Sven sagte, ja, machst du dann ja eh erst noch deine Promotions, wenn ich ein bisschen später komme, ist nicht so schlimm. Und dann sagte, na, eigentlich wollte ich einen gesprochenen Newsletter machen, dann können wir die Promotions da rausnehmen. Und er dann so, nee, lass die mal drin. Ich bin ja mit meinem gesprochenen Newsletter auch noch nicht so weit und das ist immer ganz wichtig, weil jetzt auch gerade eine Aktion angelaufen ist. Deswegen, die musste ich dann auch nochmal vorbereiten. Ich habe gedacht, ich kann mich drum drücken, aber der Mann hat gesagt, nein, das gehört da rein, das machst du jetzt. So hat er es nicht gesagt. Ja, und bis alles fertig ist, ich wollte kein Begleitdokument machen, jetzt habe ich doch ein Begleitdokument gemacht, weil ich trage die Sachen ja eh zusammen. Und die Seite muss erstellt werden. Dann habe ich diese Woche, das hat mich wahnsinnig viel Zeit gekostet, weil ich gerade sage, Seite. Wenn ihr auf meine Seite in den Kiosk geht, werdet ihr sehen, dass ich die Kategorien aufgelöst habe. Das sieht im Moment ein bisschen unstrukturiert aus, aber es sind im Moment alle Artikel, die ich jemals eingepflegt habe, in der Folge ihrer Veröffentlichung eingepflegt. Meine Kategorie-Seiten haben nicht mehr funktioniert. Und dann habe ich versucht, sie zu erstellen und dann hat es mir irgendwie das Format zerschossen. Und ich habe anderthalb Tage gegrübelt und ich wusste nicht, woran es liegt. Und dann habe ich gesagt so, ne, jetzt mache ich das nach dem 80%-Prinzip und mache das, was wenigstens gut aussieht. Also was vom Format her wenigstens stimmig ist und auf die Seite passt. Und das ist halt so, dass es jetzt aussieht, wie es jetzt aussieht im Moment. Wenn ich Zeit habe, was hatte ich denn hier jetzt vertüdelt? Dann setze ich mich da nochmal ran und strukturiere das nochmal ein bisschen. Aber es wird so sein, dass es quasi nur noch diese eine Seite auf der Homepage gibt. Und wahrscheinlich werde ich es dann so machen, dass oben die Downloads enger zusammengefasst werden und die Online-Workshops und weiter unten dann die Produkte, die ich in den Flohmarkt stelle. Ich stelle ja so peu à peu ein. Und alles, was mir so in die Finger kommt, da habe ich auch noch ein paar Sachen nachgetragen die Woche schon. Also so Embossing-Pulver habe ich hier noch gefunden. Und das stelle ich dann halt ohne Kommentar mal mit rein. Wenn ich eine größere Charge mal oder besondere Sachen eingepflegt habe, dann sage ich euch auch im Vlog nochmal Bescheid. Ja, das hat mich wahnsinnig aufgehalten die Woche. Und ihr wisst alle, an der Woche ist ja auch nicht viel dran. Und deswegen muss ich jetzt so ein bisschen Gas geben in Richtung Teamtreffen. Obwohl in diesem Jahr mein Team mir vieles abnimmt, wo ich sehr dankbar drüber bin. Also um Dekoration muss ich mich nicht kümmern. Ich muss mich nur um meine Präsentation kümmern und das gemeinsame Bastelprojekt. Wir haben zwei Präsentationen, die aus dem Team herauskommen, worüber ich sehr dankbar bin. Das habe ich letztes Jahr alles alleine gemacht. Und das kann ich einfach nicht mehr. Das kann ich auch meinem Geschäft gegenüber nicht rechtfertigen.
Und deswegen, aber dann geht man so ein bisschen so ins Laissez-faire und sagt so, ja, hast ja nicht so viel, aber es ist schon noch ein bisschen was, was ich zu machen habe. Gerade auch, damit sie wissen, was sie mitbringen müssen zum Basteln. Und da habe ich jetzt auch nochmal bestellt. Ich muss mich nochmal um Price Patrol kümmern. Das sollte ich mir vielleicht gleich mal aufschreiben. Immer gut, wenn man sein Buch vor sich liegen hat. Ja, so sieht's aus. Und dann bin ich gerade wahnsinnig überwältigt von Frau Lü. Die Abonnentenzahlen, die sind explodiert. Also der erste Strick-Podcast, der erste Strickschnack, nicht, dass ich sage Schminkschnack, der erste Strickschnack, der ist ja noch nicht mal eine Woche draußen. Die Abonnentenzahlen sind explodiert, die Klickzahlen auf diesem Video sind explodiert. Das habe ich selbst auf diesem Kanal in meiner besten Zeit nicht gehabt, innerhalb so kurzer Zeit so viele Klicks auf einem Video. Da bin ich wahnsinnig dankbar für, das überrascht mich irre. Ich bin total überwältigt, total sprachlos, weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also man kann mich tatsächlich auch noch überraschen, ne? Das kann ich mal gucken. Sven sitzt immer nur da und sagt so, was ist da los? Was ist das? Was passiert da? Und ja, also ich werde nicht jede Woche so einen Strick-Podcast hochladen können. Das ist auch nicht mein Ziel. Wenn ich das alle 14 Tage schaffe, schaffe ich echt viel. Ich habe mich heute auch schon entschieden, was ich als nächstes stricken werde. Ein Projekt noch. Ich habe noch Bell, Drops Bell liegen. Und die möchte ich ganz gerne erstmal wegstricken. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich weiß, das ist unfair, wenn ich parallel hier reingucke und euch dann jetzt hier so vernachlässige quasi. Warte mal, Konto wechseln. Aber auch auf meinem Kanal bin ich echt wieder ein bisschen besser gestimmt. Also die Abonnentenzahlen, das kann auch mit Frau Lü zusammenhängen. Der Vlog ist ganz gut angekommen, obwohl wir da noch nicht wieder bei alter Leistung sind. Aber trotzdem, von den Klickzahlen her bin ich tatsächlich ganz, ganz gut zufrieden. Ich will da nicht jammern. Ich habe auch so ein paar Kommentare gekriegt, die ich sehr interessant fand. Also ich lese ja eure Kommentare immer, auch wenn ich sie nicht beantworte. Aber ich versuche sie dann zumindest immer zu Herzen. Und ich setze mich mit den Kommentaren auch auseinander. Und da sind manchmal echt Denkanstöße dabei, wo ich sage so, ja, denkst du mal drüber nach? Nicht alle, aber es gibt einige. Was sind schon wieder Kommentare bei Frau Lü? 11.471, die dieses Video gesehen haben. Ich bin total baff. Also, das Video ist noch nicht mal eine Woche draußen, ne? Und 1240 Abonnenten in den letzten 28 Tagen dazu gekommen. Ich bin total platt. Ich bin total platt. Also damit habe ich nicht im Entferntesten gerechnet, dass vielleicht der eine oder andere mehr den Kanal abonniert. Das habe ich mir schon fast gedacht und dass das Video auch ganz gerne gesehen werden könnte, weil ich selber diese Videos auch gerne gucke. Aber das fand ich schon, das finde ich schon in Ordnung. Jetzt war ich gerade irritiert, ob ich auf Aufnahme gedrückt habe. Ja, 5 Minuten habe ich noch. Ich mumpel mal kurz einen Apfel, da schalte ich euch dann aber aus. Und dann mumpelt man und dann stolpert man irgendwas, guckt einmal bei Facebook rein, stolpert über etwas und denkt so, oh, das muss ich jetzt mal lesen und übersetzen. Ja. Ist doof so als Kind, ne? Ja. Das ist das Update, wie es hier gerade so aussieht. Ich hätte gerne mehr gevloggt diese Woche. Vielleicht kommt ja noch ein bisschen was dazu. Aber, jo. Das ist der ganz normale Wahnsinn hier bei uns. Ich werde jetzt mal die Liste schließen. Wir müssen ja, das werde ich gleich mal machen, die Bingo-Liste. Man muss ich sie suchen. Bingo. Die schließt ja eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn. Das ist Juli. Die sollte ich noch nicht schließen. Und erstmal eine Tabelle daraus erstellen. Sonst erschieße ich mir wieder alle Daten. Da ist die Tabelle.
Und dann können wir jetzt hier die Tabelle schließen. Akku erschöpft. Gleich mal einpacken. Vielleicht kriege ich ja morgen irgendwie noch einen Rappel, während ich mich morgen früh fertig mache. Obwohl, ich habe morgen nicht viel Zeit. Ich habe ja um 9 schon den Friseurtermin. Nochmal ganz kurz zählen. Achso, ich war... Das ist, ne, ADHS. Ich mache mich nicht lustig über Leute, die ADHS haben. Da nichts liegt mir ferner, aber es ist leichter zu erklären, was mit einem los ist, wenn man auf so etwas zurückgreift. Muss nicht nochmal beginnen. Das sind die Spielregeln, die können wir drin lassen. Okay, die Liste ist jetzt geschlossen. Sollte ich vielleicht oben noch mal reinschreiben. Geschlossen. Und dann werde ich die Tabelle mal rüberziehen, dass Svenny dann auch einsehen kann. Ja, ADHS im Kopf, das ist bei mir wirklich gerade so ein Problem. Das ist nicht diagnostiziert, das ist im untechnischen Sinne gesprochen, aber einfach mal zu erklären, was los ist bei mir, was bei mir so im Kopf vor sich geht, das weiß ich nämlich manchmal selber nicht. Es helfen mir im Moment auch keine Listen. Ich fange etwas an und beim Machen stelle ich fest, oh, dann kriege ich irgendwas in die Hand und denke so, ah, damit musst du noch was machen. Und mach dann damit weiter. Und während ich das in der Hand habe und das nächste weitermache, fällt mir wieder was ein, was ich noch machen muss, beziehungsweise gerade jetzt machen möchte oder was, bevor ich es vergesse, ne, ich noch machen muss. Das ist so schlimm, weil am Ende des Tages habt ihr 1000 Sachen angefangen und keine beendet. Und das ist mein Struggle. Ich weiß, damit bin ich nicht alleine. So, 112 haben mitgespielt in diesem Monat. 112 haben die Chance auf einen Gewinn. Jetzt mal ganz kurz noch Seitenlayout, damit ich das alles auf die Seite kriege. Drucken und abspeichern, damit Sven da gleich zugreifen kann. Und dann muss ich mich auch noch verkabeln. Erst speichern. Erledigt. Dann muss ich mich verkabeln und meine Promotions noch ins Programm einspielen. Und dann wird Tina vielleicht schon da sein, dann wird Sven irgendwann aufschlagen. Ja, normalerweise verkabelt er mich immer, weil ich das nicht mag, wenn ich den Sender in der Hose stecken habe, weil dann kann es immer mal dazu kommen, dass die Verbindung sich löst. Ich lasse mir den gerne an den BH klipsen. Da komme ich aber selber nicht ran. Das muss Sven dann immer machen. Keine Bilder. Keine Bilder. So, jetzt habe ich meinen Musterrapport wieder. Jetzt kann ich wieder recht stricken. Die Socke wächst, die würde ich nämlich gerne endlich mal beenden. Und... ja, das sind so die Vorbereitungen, die laufen. Wie gesagt, anderthalb Tage habe ich jetzt an Stemtainment gesessen und habe gedacht, ich schaffe es nicht in der gewohnten Qualität. Aber die Projekte sind... oh, es kann spät werden heute. Ich habe ein bisschen was schon vorgestempelt und vorgestanzt, weil eigentlich, wir spielen ja auch noch Bingo zwischendurch,
eigentlich ist es besser, da nicht so eine aufwendigen Projekte zu haben. Aber gerade das erste Projekt geht schon mal gleich richtig aufwendig los. Da hatte ich dann zwischenzeitlich überlegt, machst du das lieber am Sonntag? Aber dann hätte ich mir noch wieder ein neues Projekt einfallen lassen müssen. Und es flutschte gestern so ganz gut durch. Und dann habe ich gedacht, okay, dann machen wir das einfach mal. Und das zweite ist ein bisschen weniger aufwendig. Und das dritte ist ein Scrapbooking Layout, das werdet ihr ja dann gesehen haben. Ich blende euch parallel auch nochmal die Fotos mit ein von den Projekten. Dann habt ihr eine Vorstellung und könnt euch das nochmal im Replay angucken, wenn ihr das sehen möchtet. Wie gesagt, es ist ein Replay von einem Live-Video mit Bingo dazwischen. Das ist immer mal ein bisschen langatmig, aber man kann ja auch vorspulen, man kann sich das auch in Etappen angucken. Ansonsten wisst ihr, dass ihr auf meinem Kanal mittlerweile wieder Back to the Roots aufgezeichnete Videos abrufen könnt. Ich bin damit ganz glücklich. Es macht, glaube ich, nicht sehr viel mehr Arbeit und ich bin ein bisschen freier in der Planung. In dieser Woche bin ich mal wieder auf Instagram überhaupt nicht unterwegs. Letzte Woche war ich so gut mit dabei, aber dadurch sind dann auch andere Sachen liegen geblieben. Da muss ich noch so ein bisschen so mich eingrooven finden, wie ich da... Das ist aber auch so, wenn ihr mir länger folgt, ne, kennt ihr diese Sätze. Dann, das ist halt so ein permanentes Ding. Und dann hast du mal wieder gerade so den Anschluss geschafft. Den Online-Workshop habe ich nächste Woche noch unbedingt auf dem Zettel, neben den Sachen fürs Team. Und dann, jo, wird das halt so, ne? Jetzt bin ich hier schon wieder durch mit meinem Muster. So eine Socke strickt sich dann doch echt schnell. Wenn man erstmal dran bleibt. Fast fertig. Es wird eine Herrensocke. Ich denke mal, dass ich die irgendwann mal in den Weihnachtsmarkt einstelle, weil Sven trägt, glaube ich, eher nicht so Socken. Dem habe ich zu Weihnachten 3 Paar geschenkt. Davon hat er 1 Mal getragen. Ansonsten sind die für gut. Für gut, genau. Ja, ich weiß nicht, ob sie ihm zu kratzig sind oder was das Problem ist, warum er sie nicht trägt. Mangelnde Wertschätzung ist es bestimmt nicht, weil ich weiß, dass Sven wertschätzt, was ich tue. Und ja auch sieht, was dahinter hängt. Ja, und ansonsten diese Woche? Es ist Juni, ich habe nächste Woche Geburtstag. Ich glaube, den lasse ich ausfallen. Das passiert mir ja durchaus. Also ich würde ja meinen Geburtstag tatsächlich vergessen, wenn Sven nicht dran denken würde und mein Umfeld dann doch noch dran denkt. Also meine Mutti dran denkt und mein Neffe dran denkt und Schwiegervater dran denkt und Schwiegermutter dran denkt. Die leben nicht in einem Haushalt. Deswegen. Und mein Mann vor allen Dingen dran denkt, ne? Aber ansonsten habe ich mit meinem Geburtstag nicht so viel am Hut. Ich würde den Tag immer ganz gerne aus dem Kalender streichen, weil ich nehme mich da nicht so wichtig, was meinen Geburtstag angeht. Und dann tut mir Sven auch immer leid, weil der dann immer da steht und ich weiß gar nicht, was ich dir schenken soll und mir fällt dann auch nichts ein. Aber dieses Jahr ist mir was eingefallen. Mal sehen, was er draus gemacht hat. Ansonsten ist das halt ein Tag wie jeder andere. Ich habe im Moment eh andere Sachen zu tun. Und deswegen ist mir das ganz lieb. Ich habe eigentlich immer an meinem Geburtstag... Nee, das stimmt nicht. Habe ich nicht. Ich habe nicht immer an meinem Geburtstag gearbeitet. Doch, habe ich auch. 2006. War das 2006? Nee, es muss 2010 gewesen sein. Aber... 2006 hatten wir doch die Fußball-Weltmeisterschaft in unseren Stadien. Da muss das ja doch schon da gewesen sein. Nee, aber da war ich ja noch... Doch! Ach du Schande, wann bin ich denn hergekommen? 2007 habe ich Sven kennengelernt. Ja, 2006, muss 2006 gewesen sein, als wir hier Fanfest und sowas hatten. Da habe ich ja bei der Technikerkrankenkasse gearbeitet. Und da war es halt so, an seinem Geburtstag durfte man früher gehen. Und dann bin ich quasi aufs Heiligen Geistfeld gegangen, ganz für mich alleine und habe da 2 Fußballspiele geguckt. Und da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Das war so eine irre Stimmung in Hamburg. Und vielleicht ist es ja auch so, dass es wieder zurückkommt. Und
In der Regel regnet es an meinem Geburtstag, an dem hat es nicht geregnet. In der Regel, wenn Fußball ist, dann ist auch an meinem Tag immer ein Fußballspiel gewesen. Das fand ich früher ganz furchtbar, weil dann alles bei uns Fußball gucken wollte und dann mein Geburtstag unter den Tisch gefallen ist. Heutzutage ist das andersrum, da gucke ich selber gerne Fußball. Aber es geht erst einen Tag später los mit Fußball, sodass ich quasi zu meinem Geburtstag auch noch fußballfrei bin. Ich habe auch in der Woche Geburtstag, also insofern... Ich werde den als ganz normalen Tag verbringen und ja, ist halt so. Immer wieder ein Jahr älter. Ob man sich dann auch unbedingt ein Jahr älter fühlt, ist eine andere Sache. Nee, eigentlich nicht. Ja, ihr Lieben, jetzt ist es 20 nach 4, das heißt, ich werde langsam mal meine Systeme hochfahren, mich verkabeln und die letzten Einstellungen am Programm vornehmen, nochmal was trinken, nochmal ein bisschen ummachen, gucken, ob ich alles beisammen habe und dann kann es losgehen ins Live-Video. Ich war lange nicht mehr live, 2 Monate. Das letzte Mal war es im April, Stemtainment, dass ich live war. Man kann sich sowas auch abgewöhnen. Naja, so, nebenan ist Ding Dong an, mal gucken, wann Sven hier aufschlägt. Wenn er ein bisschen früher Feierabend gemacht hat oder regulär Feierabend machen konnte, hat er vielleicht nochmal 10 Minuten die Augen zugemacht. Das braucht er auch, weil sonst ist ein langer Tag. Er ist seit 5 auf den Beinen und wie gesagt, da ist im Moment gerade wieder Mitarbeitermangel und der hat heute... wahrscheinlich auch bis auf seine Mittagspause durchweg Galli gehabt. Ihr Lieben, so sieht's aus. Meine Socke wächst. Hier. Muss ich mal gucken. Nicht, dass ich sie zu lang stricke. Ist auch ein sehr robustes Material. Ja. Wenn ihr wissen wollt darüber, dann abonniert gerne Frau Lü. Reiht euch in die Reihe, in die Liste der Follower ein und da erzähle ich da ein bisschen was über meine Strickprojekte. Hier fahre ich mal alles runter und dann sehen wir uns bestimmt nochmal die Woche. Na, mal sehen, was das gibt. Ich habe meine Komfortzone verlassen. Ich befinde mich in der Lüneburger Heide, am Rand der Lüneburger Heide in Soltau. Am Rand von Soltau. Und zwar habe ich mir gerade mal unser Tagungshotel fürs Teamtreffen in 14 Tagen angeguckt und ich bin total begeistert. Also ich habe jetzt innen nicht großartig gefilmt, nur ein paar Fotos aus der hohlen Hand geschossen für mein Team, damit die dann wissen, was da auf uns zukommt. Und das, was ihr im Hintergrund seht, ist nur der Eingangsbereich. Diese Hotelanlage gefällt mir total gut. Ich freue mich schon total auf das Teamtreffen, jetzt noch mehr. Ich könnte glatt hier bleiben. Wir haben sogar einen Pool. Hier gibt es Verpflegung, ohne dass wir uns was suchen müssen. Wir haben hier abends sogar die Möglichkeit, noch an der Bar ein bisschen zu plauschen. Und ich freue mich total auf das Wochenende, weil wir nicht alles auf die Hauptveranstaltung am Samstag packen müssen, sondern drumherum die ganze Zeit zum Kennenlernen und zum Netzwerken und zum Plauschen und zum Spaß haben einfach auch nutzen können, nämlich morgens und abends. Und da freue ich mich schon total drauf. Und ich weiß, Sven wird sich auch ganz doll freuen, wenn er die Bilder sieht. Der wäre nämlich gerne mitbekommen. Aber die Führung, das hätte ich nur werktags machen können. Und werktags arbeitet mein lieber Mann. Ja, das ist hier quasi unser Domizil in 14 Tagen. Irre, dass das nur noch 14 Tage sind. Bis dann habe ich noch richtig viel zu tun. Aber hier wird unser Teamtreffen in diesem Jahr stattfinden. Und wenn es uns gefällt, in den folgenden Jahren auch. Ich mache mich jetzt mal wieder auf den Heimweg. Ich werde etwa 1 Stunde fahren. Raschauer kommt vielleicht noch mit dazu, ein bisschen mehr als 1 Stunde. Und dann gucke ich mal, ich werde heute Nachmittag im Homeoffice bleiben, das, was ich am Montag nicht geschafft habe. Und ja, ich freue mich schon total. Ich habe jetzt keine Bilder für euch hier von dieser Lokation. Das mache ich dann, wenn wir das Teamtreffen haben. Da werden wir sicherlich ein kleines Video drehen mit den Impressionen. Und ich freue mich. Habe ich das schon gesagt? Das wird echt schön hier werden. Und jetzt mache ich mich wieder auf die Piste nach Hause. Mensch, so schnell vergeht die Zeit. Es ist schon Dienstag. Ich war gestern im Homeoffice.
Das war dringend nötig. Oh, ich habe mich so durch die Steuer gequält. Es war nicht mehr zu buchen, es war nicht kompliziert zu buchen, aber es war zu buchen. Und ich habe, das ist schon bei mir seit meiner Pubertät so, wenn ich auf was keinen Bock habe, ne, da bin ich ja auch echt stur und stehe mir selbst im Weg. Und da kann alles dieses, mach das jetzt fertig, je schneller dabei, desto schneller davon. Und dann hast du es hinter dir und ist doch gar nicht schlimm. Ich habe gestern echt... Ich musste mich alle 5 Minuten vom Prokrastinieren fernhalten und dementsprechend könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wie konzentriert ich an meiner Buchhaltung gehangen habe. Also ich musste dann kurzfristig meinen Sporttermin absagen, widerwillig, aber es hätte nichts gebracht zu sagen, ich gehe jetzt erstmal zum Sport und mache dann danach noch eine Stunde, weil so wie ich die letzten Male vom Sport wiedergekommen wäre das nichts geworden mit, ich mache mal noch eine Stunde und es musste fertig werden, es musste ja gestern auch noch raus. So, also habe ich Sport geschwänzt. Übrigens, falls ihr was auf meiner Nase seht und jetzt werdet ihr immer auf meine Nase gucken, ich habe im Moment einen Eizahn, ich weiß nicht, was das ist. Ich nenne es Eizahn. Ist irgendeine Entzündung unter der Haut und ich kriege es nicht weg. Lassen wir es. Wird überschminkt. Ich habe auch nur eine Hand lackiert, die andere muss ich noch. Ich habe gerade den Vlog geschnitten. Es ist jetzt schon 12:30 an dem Tag, an dem der Vlog online gehen soll. Aber ich hatte noch keine Endsequenz und ich hatte irgendwie auch keine richtige Startsequenz, weil ich beim letzten Mal quasi die letzte Sequenz kurz vor der neuen Sequenz für diesen Vlog gefilmt habe und dann einfach nicht umgeschaltet habe. Ihr merkt das, ich habe im Moment, also wie gesagt, es ist auch nicht viel, weil ich im Moment so viel um die Ohren habe und einfach die Zeiten, wo ich vermeintlich Pause habe, so in Gedanken festhänge. Ich schlafe im Moment nicht gut, also wenn ich erstmal schlafe, ist es okay. Dann schlafe ich gut, ich darf dann nur nicht wach werden und ich habe manchmal die Probleme beim Einschlafen, weil mir so viel durch den Kopf geht, was so ein bisschen auf mir lastet und ich mache zu viele Sachen parallel. Ich bin froh, wenn das Teamtreffen vorbei ist, dass ich das abhaken kann und nicht immer noch mit mir rumschleppe und danach werde ich ja auch 10 Tage später bin ich für 3 Tage, 2-3 Tage nicht hier. Da bin ich in meiner alten Heimat bei Mutti. Mutti hat einen Arzttermin und ich fahre sie. Ich sorge ein bisschen dafür, dass sie da das alles gut übersteht. Es ist ein Vorsorgetermin, also es ist nichts Ernstes, aber sie muss halt am Abend vorher schon was einnehmen und mein Elternhaus ist mit der Treppe manchmal ein bisschen gefährlich, weil man dann nachts da irgendwie so durch die Gegend torkelt, schlaftrunken, kann das auch schnell mal gefährlich werden, dass man die Treppe runterknallt oder so. Und ich möchte sie da einfach in guten Händen wissen, dass einmal jemand ein Auge drauf hat und nächsten Tag, dass ich sie fahre. Und dann weiß ich auch noch nicht, wann ich wieder zurückkomme. Und ich freue mich da auch schon drauf. Ich war ja das letzte Mal zu ihrem Geburtstag, das ist ja auch noch nicht so lange her, dass ich da war, aber da waren dann halt auch meine Neffen mit da und meine Nichte und ich glaube, es ist vielleicht auch ganz nett. Ich will mit Mutti einfach mal so ein paar Sachen quatschen, so von Frau zu Frau. Also keine Frauensachen, sondern was so gerade los ist, dass ich sie damit auf die Reise nehme. Es war schon mal in meinem Leben so, dass ich sie nicht mit auf die Reise genommen habe und das war nicht gut. Und da habe ich halt ein bisschen draus gelernt, dass man dann spricht und es ist auch nichts Dramatisches, aber dass man da einfach mal spricht. Ansonsten sitzen Sven und ich im Moment wahnsinnig viel in sehr intensiven Gesprächen, in Brainstorming, das ist nichts, worüber ich jetzt reden kann und möchte und will, jedenfalls jetzt noch nicht. Wenn das ausgereifter ist, nehme ich euch sicherlich mit auf die Reise. Es ist auch doof, das jetzt anzukündigen, aber so ist es im Moment einfach. Also es ist nicht so, dass hier mir nur das Basteln und Stampin' Up und mein Teamtreffen durch den Kopf geht und meine Buchhaltung und meine E-Mails, sondern dass ich auch parallel ein größeres Projekt im Anlauf habe, was mir viel Gedanken macht und wo ich gucken muss.
wo ich einfach gucken muss oder wir gucken müssen. Also ich bin wahnsinnig froh, dass ich Sven an meiner Seite habe. Ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist, dass der Partner mit in die gleiche Richtung guckt, am gleichen Seil zieht und auch in die gleiche Richtung mitgeht. Oder zumindest, ja doch, mitgeht, er geht mit. Also es ist auch sein Weg, aber hauptsächlich muss ich ihn gehen. Aber er geht ihn mit und er unterstützt mich und das hat er von Anfang an gemacht. Und da bin ich ihm so wahnsinnig dankbar, weil ich weiß, dass es auch anders sein könnte. Und das würde es wahnsinnig viel schwerer machen. Und ich sehe es auch im engeren Umfeld, dass solche Dinge wirklich nur zu zweit gehen. Also nur, wenn beide wirklich mitziehen. Und ansonsten ist das zum Scheitern verurteilt. Und das ist einfach so. Und auch wenn Sven nicht so groß geworden ist, hat er trotzdem den Blick dafür und das Verständnis dafür und auch die Einstellung. Und da bin ich wahnsinnig dankbar. Also da sind wir wirklich ein gutes Team. Und wie gesagt, ich muss diesen Weg nicht allein gehen. Ich habe Sven an meiner Seite und auch als Ideenratgeber, als Ideengeber, als Ratgeber, als Korrektiv, als Mitspinner, als, ja, er ist halt ein Teil von mir. Und deswegen ist es im Moment nicht so wahnsinnig aussagekräftig, ich weiß, aber ich kann darüber noch nicht sprechen und ich will darüber auch noch nicht sprechen, weil das alles noch so im Anfangsstadium ist und vielleicht funktioniert das auch gar nicht, vielleicht rede ich im Jahr ganz anders. Ich habe irgendwie Hunger, habt ihr das gerade gehört? Deswegen, ich wollte jetzt auch bloß den Vlog beenden. Also alles ist gut, hier ist alles prima. Es ist nur so, ich habe 1000 Sachen zu tun und ich verhedder mich manchmal untechnisch, undiagnostiziert, ADHS, ne? Da habe ich euch ja erklärt. Ich verhedder mich im Moment selber ein bisschen in meinen Gedanken, in meinen Taten und ich hoffe wirklich, dass Ende Juni nach dem Teamtreffen ein bisschen Puffer bleibt, um mich intensiver mit Dingen zu beschäftigen, mit denen ich mich jetzt schon beschäftige, aber eigentlich gar nicht die Zeit habe, mich damit zu beschäftigen. Eigentlich gar nicht den Puffer habe. Aber ja, so sieht es aus. Im Westen nichts Neues. Oh ja, wir waren wählen am Wochenende. Und die Wahlbeteiligung war ja sehr gut. Das Ergebnis ist ein bisschen erschreckend. Also wir sind ganz froh, dass wir da leben, wo wir leben. Es gibt so 2 grüne Flecke in ganz Deutschland. Einen roten und ansonsten einen großen schwarzen und einen großen blauen. Und ich weiß gar nicht, wo Sven das gestern her hatte. War das der Postillon oder irgendwas auf Facebook? Da war dann irgendwie die Deutschlandkarte gezeichnet mit den Farben und dann das Wort antifaschistischer Schutzwall gewinnt an Bedeutung. Wieder an Bedeutung. Es ist echt erschreckend. Es ist wirklich erschreckend und man fragt sich, wo das hingeführen soll. Und ich hatte tatsächlich gehofft, oder viel auf die junge Generation, ich habe da viel Hoffnung drauf gelegt, dass die junge Generation vielleicht ein paar Dinge durchbricht und haben sie in gewisser Weise auch. Also wenn man, also ja, die junge Generation ist halt auf TikTok unterwegs und wenn ich sehe, was mir manchmal auf TikTok eingeblendet wird, dann wird mir Angst und Bange und viele. Ich spreche nicht für alle jungen Leute. Also es gibt wirklich junge Leute, denen sind wir begegnet. Da habe ich einen Hut vorgezogen, wo ich dachte so, wow. Also habe ich schon Reden gehört und Kommentare gehört, da habe ich gedacht, wow, in dem Alter warst du noch nicht so weit. Aber es gibt halt auch die, die halt nur auf TikTok unterwegs sind, die sich keine Nachrichtensendungen mehr angucken, die nicht mehr in die Zeitung gucken und die einfach nur von einer Seite beschallt werden
und gar nicht gucken, gibt es vielleicht auch noch eine andere Sichtweise. Oder nicht hinterfragen, was ihnen da beschallt wird, weil manchmal sind das auch einfach ganz manipulierte Sachen, die völlig aus dem Zusammenhang herausgeschnitten und zusammengeschnitten sind, wo man dann sagt so, oh. Es gibt ein TikTok, da zieht die Dame, also die Alice Weidel, das ist wie mit Björn und Bein, das weiß ich. Da zieht die über die Grünen her und dann wird eingeblendet Annalena Baerbock beim Weinen. Und das ist zusammengeschnitten. Und man hat den Eindruck, dass Frau W. Frau B. total fertig macht und die in Tränen aufgelöst ist. Das sind aber zwei ganz unterschiedliche Sachen, weil das eine ist aus einer Bundestagsdebatte geschnitten und das andere ist aus dem Holocaust-Gedenk, aus der Holocaust-Gedenkfeier geschnitten, als Marcel Reif seine Rede gehalten hat, die ich persönlich sehr ergreifend fand und auch ganz offensichtlich Frau Baerbock und die da gerührt von war. Und da sind zwei Sachen zusammengeschnitten worden, die nicht zusammengehören, aber wenn man das beides nicht gesehen hat, natürlich nicht weiß, dass das nicht zusammengehört. Insofern macht es durchaus auch manchmal Sinn, sich Bundestagsdebatten anzugucken und mal alle Seiten zu hören. Bundestagsdebatten werden gelegentlich auch übertragen. Und ich hatte mir von der jungen Wählerschaft ein bisschen mehr erhofft. Aber naja, woher soll es kommen? Ich will hier keine Diskussion vom Zaune brechen. Es sind alles Parteien, die gewählt werden können. Ich halte auch nichts von einem Parteienverbot. Ich finde, eine Demokratie muss gewisse Dinge aushalten. Wenn man allerdings jahrelang verpennt und sich damit nicht auseinandersetzt, dann bricht das irgendwann mal über einen herein. Wie gesagt, ich bin ganz froh, dass ich da lebe, wo ich lebe. Auch unser Stadtteil hat ein für uns sehr, sehr annehmbares Ergebnis erzielt. Das hatte ich so auch erwartet. Ich war sehr erstaunt am Wahltag, wie viel los war im Wahllokal. Also wir mussten tatsächlich warten. Das haben wir so vorher, na doch, wir haben es schon mal gehabt. Aber es war wirklich reges Begängnis im Wahllokal. Da habe ich schon gesagt, so, ah, das wird eine gute Wahlbeteiligung. Ja, alles andere werden wir sehen bei den nächsten Landtagswahlen. Mir wird Angst und Bange. Ich weiß nicht, ob ich noch da leben wollte, wo ich früher gelebt habe. Das weiß ich einfach nicht, das kann ich euch so nicht sagen. Aber wie gesagt, ich will hier keine politische Diskussion vom Zaume brechen. Ich finde, dass eine Demokratie ganz viel aushalten muss und sich mit Dingen auseinandersetzen muss, ob man das will oder nicht. Und wenn man das nicht tut, dann kriegt man irgendwann die Quittung dafür. Verbote helfen nicht immer weiter, im Gegenteil, stilisiert nur zum Märtyrertum. Haben wir ja gesehen, ne, mit den ganzen Skandalen, die im Vorfeld gelaufen sind. Und dann taucht so eine Jetzt-erst-recht-Mentalität auf. Also das bringt es überhaupt nicht und das halte ich auch nicht für den richtigen Weg. So viel zum Wort zum Dienstag. Ich werde jetzt Mittagessen gehen, beziehungsweise die Sequenz noch eben fix mit in den Vlog schneiden, damit der wandeln kann, dass der noch pünktlich hochgeht. Dann hoffe ich, dass ich noch ein paar E-Mails bearbeitet bekomme. Und das ist eigentlich mein Ziel für heute. Es ist heute noch was fürs Team gekommen. Wir haben noch 10 Tage. Ich weiß noch nicht, wie das wird, aber alles gut. Wir gehen da kreativ ran. Wir sind ja auch eine überschaubare Truppe in diesem Jahr und dann hoffe ich mal, dass das alles, dass wir das ganz entspannt angehen lassen, unser Team treffen und einfach das Zusammensein genießen und unsere Lokation genießen und einfach eine schöne Zeit haben zusammen. Das finde ich ist auch wichtig, gerade in der heutigen Zeit im Team. Einfach mal so Dinge auch laufen zu lassen und Gemeinsamkeit zu genießen. Und da freue ich mich total drauf. Und damit ende ich dann tatsächlich noch mit etwas Positivem, mit der Vorfreude aufs Teamtreffen. Und wenn ihr Lust habt, da auch mal mit dabei zu sein, also ich denke, es wird im nächsten Jahr wieder am gleichen Wochenende, also am 3. Juni-Wochenende stattfinden. Und dann überlegt doch einfach mal, ob ihr mit bei uns ins Team kommt. Wir sind eine krasse Herde. Wir haben Spaß miteinander und
wir genießen das auch und ich glaube, wir kommen auch alle ganz gut miteinander klar. Das ist manchmal ja nicht immer so, aber wir sind wirklich eine krasse Herde und wir haben Spaß zusammen. Und wie gesagt, wenn ihr Lust habt, steigt ein. Ihr könnt auch gerne bei meinen Teammitgliedern einsteigen, dann könnt ihr auch an den Teamtreffen teilnehmen, das ist überhaupt kein Thema. Und wir planen die ein oder andere Aktion tatsächlich noch mit einem Teil meines Teams, was dann dieses Jahr vielleicht nochmal startet. Da werde ich euch natürlich gerne mit auf die Reise nehmen und euch auch informieren, aber das ist dann mehr so für die zweite Jahreshälfte geplant, weil jetzt die erste ist ja schon fast rum, ne? Und fast rum ist das Stichwort. Dieser Vlog ist auch rum. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Das Wetter wird ja hoffentlich ein bisschen besser. Am Freitag startet die Fußball-EM. Ich will immer WM sagen. Meine Socken sind fast fertig. Hier, ich bin an der Spitze angekommen. Und das ist dann Zeit. Ich werde nämlich neue Socken am Freitag anschließen. Annadeln. Themensocken. Die Frau Lü verfolgen, dürfen gespannt sein. Ich glaube nicht, dass ich diese Woche was für Frau Lü vorbereitet bekomme. Das ist einfach dem geschuldet, was im Moment bei uns los ist. Aber vielleicht schaffe ich noch einen aufgebraucht. Dass kein Strick-Content, sondern mehr so Beauty-Content kommt, dass ich vielleicht das aufgebraucht noch abfilme in dieser Woche. Ansonsten, ich wünsche euch eine schöne Zeit, bleibt gesund und bis bald wieder hier auf dem Kanal. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Und dann bis bald, macht's gut und tschüss aus Hamburg. Tschüss!